die gerne mal die Yogastunde praktizieren möchten. Wir werden heute eine sanfte Stunde machen, in denen wir auch mal länger in den Asanas verweilen, mehr Yin-Yoga-mäßig und unseren Fokus auf die Atmung legen. Auch mal ein bisschen spielerisch mit der Atmung umgehen. Wann möchte ich einatmen in der Bewegung, wann möchte ich ausatmen in der Bewegung. Und somit unsere Atemräume einmal ein wenig erweitern, ausdehnen. Wir beginnen in der Anfangsentspannung. Bevor du jetzt dich hinlegst, vielleicht wäre es noch ganz gut, du holst dir eine gerollte Decke, vielleicht ein gerolltes Handtuch, ein wenig dickeres oder auch zwei, vielleicht hast du auch irgendwelche Kissen zu Hause, vielleicht auch ein Yoga-Bolster, ein längeres oder ein Yoga-Kissen. Einfach mal schauen, was du findest. Wenn du keine Yoga-Kissen hast. Und dann komm in eine Rückenlage auf der Matte. Komm hier erstmal an in Shavasana, deine Entspannungslage. Deine Füße, Hüft- bis Mattenbereich geöffnet. Lass die Zehen einmal locker nach außen sinken. Die Arme seitlich vom Körper abgespreizt, Handflächen nach oben gedreht. Auch hier spiel mal, wie weit möchtest du deine Arme vom Oberkörper weglegen. Vielleicht auch so, dass Luft unter deinen Achseln frei zirkulieren kann. Auch hier prüfe nach, ob es für dich stimmig ist. Vielleicht möchtest du auch deine Hände heute einmal auf deinen Bauchraum legen, den Atem wahrnehmen. Dein Kinn zieht leicht nach dem Brustbein, der Nacken lang, Stirn kühl und glatt, die Augen sanft geschlossen, die Augenlider ganz weich. Der Kiefer entspannt, Zahnreihen voneinander gelöst, die Zunge liegt ganz locker um den Boden. Und hier kommen wir erstmal an. Nimm dich wahr, wie du auf dem Boden liegst. Die Erde trägt dich. Spür nochmal die Kontaktpunkte, mit denen du den Boden berührst. Fersen, Waden und der Boden. Gesäß und der Boden. Teile deines Rückens und der Boden. Wo liegen deine Schulterblätter auf? Wo deine Oberarme, Unterarme und die Hände? Der Hinterkopf und der Boden. Nimm alle Teile gleichzeitig wahr, mit denen du den Boden berührst. Stell dir vor, wie du mit jeder Einatmung über die Punkte vom Boden Energie aufnimmst, sie in die Körpermitte, zu dem Nabelbereich oder Plexus schickst und wie du von dort ausatmend die ganze Energie in deinem Körper verteilst. Einatmend Energie aufnehmen über die Kontaktpunkte zum Boden. Deine Körpermitte schicken und ausatmend von dort die Energie in den ganzen Körper verteilen. Einatmen zum Bauchraum. Ausatmen, schick die Energie in
über dein Becken, in deine Beine bis zu deinen Zehen. Einatmen zum Bauchraum. Ausatmen, Becken, Beine bis zu den Zehenspitzen. Nochmal einatmen zum Bauchraum. Ausatmen, Becken, Beine zu den Zehenspitzen. Mit der nächsten Einatmung schiebt die Energie und verteilt sie im ganzen Rücken. Einatmen zum Bauchraum. Ausatmen, verteile die Energie im ganzen Körper. Und der Weite. Einatmen zum Bauchraum. Ausatmen, verteile die Energie über deine Schultern, in deine Arme bis zu deinen Fingerspitzen. Einatmen zum Bauchraum. Ausatmen, verteile die Energie über Schultern, Arme bis in deine Fingerspitzen. Und dann verbinde Bauchraum und Stirnraum, Kopfbereich miteinander. Einatmen zum Bauchraum, ausatmen und atme zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Einatmen Bauch, ausatmen zum dritten Auge, Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Verbinde deinen Kopf mit deinem Bauchgefühl. Dann atme wieder ganz bewusst in deinen Bauchraum hinein, in die Ausdehnung, in die Weite machen. Mit jeder Ausatmung nimm die Entspannung im ganzen Körper wahr. Einatmen zum Bauchraum, ausatmen, entspann den ganzen Körper von der Schädeldecke bis zu den Zehenspitzen, über die Schultern bis zu den Fingerspitzen. Und dann beginne langsam deinen Körper wieder mit Bewegung zu aktivieren. Beginne mit einer ganz sanften Bewegung mit deinen Armen. Schieb deine Füße zusammen, bring die Arme neben deinen Körper. Und mit der nächsten Einatmung heb deine Arme ganz langsam nach oben.
Richtung Decke, Handflächen zeigen zueinander, zieh die Fingerspitzen weit nach oben raus. Mit der Ausatmung lass nur deine Schultern tief zum Boden sinken. Einatmen, bring die Arme weit nach oben. Die Fingerspitzen wollen weit nach oben schieben. Mach dich ganz lang mit Dehnungen in der Körpervorderseite, in den Flanken. Und ausatmen, bring die Arme langsam wieder zurück Richtung Gesicht. Synchronisiere die Bewegung mit deinem Atem. Einatmen, bring die Arme nach oben. Zieh die Fingerspitzen lang nach oben, die Schulterblätter auseinanderziehen, von der Wirbelsäule weg. Und ausatmen, lass die Schultern tief sinken. Einatmen, die Arme weit nach oben über den Kopf, schaff Länge. Und ausatmen, langsam in die Arme wieder zurück. Wenn du merkst, du hast Probleme im unteren Rücken, dann stell die Füße gern vor deinem Gesäß hüftbreit auf. Ein in die Arme nach oben. Aus, die Schultern sinken tief. Ein, die Arme weit über den Kopf. Und aus, langsam wieder zurück Richtung Gesäß. Noch eine Runde ein, die Arme nach oben bringen. Und hier halte sie im Wechsel. Schiebt ihre rechte Fingerspitze nach oben und dann die linke. Das ganz bewusst, ganz achtsam. Nimm die Bewegung. Schulterblätter war, Schultergürtelbereich. Und dann schieb nochmal beide Fingerspitzen weit nach oben. Und dann einatmen, öffne dich ganz weit mit deinen Händen auseinander, gib die Arme in die Position. Und jetzt spiele mit. Du mit der Einatmung oder mit der Ausatmung die Hände auf deinen Brustbereich bringen möchtest. Einatmen, sanftes Arme erstmal weit Energie aufnehmen, zum Herzraum führen. Die Schultern, Ellenbogen entspannen. Lang und tief ausatmen. Wenn der Impuls kommt, die Hände wieder öffnen mit der Einatmung. Weit werden oder mit der Ausatmung. Spiel hier einmal. Einatmen, ich werde die Energie zu mir ranholen. Ausatmen, werde ich sie wieder abgeben. Ein, Energie ranholen. Ellenbogen, Schultern entspannen. Ausatmen und alles Alte weit nach außen abgeben. Vielleicht möchtest du auch ausatmen, die Arme ranholen und einatmen, die Energie nach außen verteilen. Nimm heute die Variante, die für dich passt. Schau auch mal, wie findest du deinen Atem einfacher? Wo erfährst du mehr Weite im Brustraum, im Oberkörper? Die Bewegung ganz langsam achtsam. Wie erwartet immer mit der Bewegung, dass der Impuls kommt. Zum Ein- oder Ausatmen. Und dann beende mit den Händen auf deinem Herzraum. Spür einen Moment nach.
vielleicht in deinem Atemrhythmus verändert, in deiner Atemtiefe, in deinem Brustbereich, Schulterbereich. Und dann einatmen, werde nochmal ganz weit mit deinen Armen. Lass es dort liegen. Durch die Handfläche nach unten oder auch nach oben. Schau, was für dich passt. Und dann streck dein linkes Bein nach vorne aus für eine Krokodilsbewegung. Dann ist das rechte Bein im rechten Fuß auf den linken Oberschenkel ab. Noch hier verbinde die Bewegung mit dem Atmen, wenn du einatmest, hol dein linker Arm, dein rechtes Knie zur linken Seite rüber, geh nur so weit, wie es dir gut tut und der Kopf dreht nach rechts. Ausatmen, kommst du wieder zurück zur Mitte, einatmen, das Knie wieder nach links zur Seite, Kopf dreht nach rechts. Aus, wieder zur Mitte zurück. Ein, wieder nach links. Aus, zurück zur Mitte. Und so fahr den Atem vorne in den Atemfluss. Ein, zur Seite. In die Dehnung war. Sehselfen, Oberschenkel, Seite, die ganze Flanke, Rückenmuskulatur, Brustbereich, Brustmuskulatur, bis in den Oberarm hinein. Vielleicht kannst du wahrnehmen, wie du mit jeder Einatmung ein Stückchen weiter in die Drehung kommst. Die Muskulatur mehr und mehr loslässt. Bleib bei einem tiefen, bewussten Atem. Lass ihn aber ganz frei dabei fließen, ohne irgendwie den Atem zu verkrampfen und anzuspannen. Einatmen zur Seite und aus wieder aufrichten zur Mitte. Das nächste Mal auf der Seite. Dann bleib hier für ein paar Atemzüge. Atme nochmal ganz bewusst in die rechte geöffnete Seite hinein. In die Ausdehnung mit jeder Einatmung war. In der Ausatmung wieder die Entspannung. Mit der nächsten Ausatmung komm wieder zurück zur Mitte. Streck dein rechtes Bein nach vorne aus. Spür einmal nach, wie fühlt sich die rechte Seite an im Vergleich zur linken. Ein entspannter, gedehnter Muskel. Lässt die Energie besser fließen, fühlt sich oftmals anders, ob das Körperteil leichter wäre oder auch weiter. Und manchen auch schwerer, hier ist alles richtig. Kommt auf eigene Wahrnehmung, Spüren an und das kann bei jedem anders sein. Und dann stell den linken Fuß oder den Gesäß auf. Arme seitlich abspreizen vom Körper, den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel bringen. Und dann hol mit der Einatmung mit dem rechten Arm dein linkes Knie, zieh bis zur rechten Seite rüber, ganz sanft. Mit der Einatmung, mit der Ausatmung richte dich wieder auf, komm zurück zur Mitte. Einatmen, Knie geht nach rechts, der Kopf dreht nach links, so weit wie es gut tut. Aus, wieder zurück. Ein, zur rechten Seite, Kopf nach links. Aus, wieder zur Mittellinie zurück. Also
im eigenen Atemrhythmus. Die Rotation in der Wirbelsäule war. Auch die Dehnung im Körper. Mit der nächsten Einatmung bleib ein paar Atemzüge in der Krokodilsdrehung drin. Gesicht entspannt, der Kiefer entspannt. Den Atem hier nochmal tief fließen. Mit der nächsten Ausatmung richte ich wieder auf und zurück zur Mitte. Deswegen linkes Bein nach vorne ausschalten. Auch hier spüre einen Moment nach. Wie fühlt sich jetzt beide Seiten an? Ja. Noch eine Drehung, eine Krokodilsdrehung an. Zieh ein Knie nach dem anderen zum Oberkörper hin, sodass die Beine ungefähr im rechten Winkel liegen, bring die Arme seitlich weg vom Körper. Auch hier einatmen, lass die Knie kontrolliert nach rechts sinken, der Kopf dreht nach links. Mit der Ausatmung kommen wir dann zurück zur Mitte. Ein, drehe die Knie nach links, der Kopf nach rechts. Aus, zurück zur Mitte. Ein, zur Seite. Aus, zur Mitte. Fahre sofort im eigenen Atemfluss. Drehungen, mit der Wirbelsäule geschmeidig gehalten, Muskulatur an der Wirbelsäule dran, die kleinen Muskeln zwischen den Wirbeln. Der Atem fließt weiter ein, die Knie gehen zur Seite, aus, die Knie kommen zur Mitte. Sehr schwer mit passiert, bewegt, gelockert. Unser größter Atemmuskel, der auch oft verspannt ist, da wir nicht tief genug in den Bauchraum hineinatmen. Auf die Welt kommen wir mit tiefer Bauchatmung. Geht oft durch Stress, durch Konditionierungen verloren. Und wir nutzen oft nur einen Bruchteil unseres gesamten Atemvolumens. Und vielleicht kannst du wahrnehmen, wie deine Knie immer leichter zur Seite sinken. Wenn du die Knie das nächste Mal rechts hast, dann bleib hier. Kopf dreht so weit mit nach links, wie es angenehm ist. Vertief nochmal deine Atem. Und dann ausatmen, kommen zurück
Einrollen nach links mit deinem Knie, der Kopf nach rechts. Hier den Atem nochmal kurz vertiefen. Schultern sind entspannt. Gesicht, der Kiefer entspannt, gelöst. Bitte zurück. Stell deine Füße vor deinem Gesäß auf. Die Beine noch einmal nach unten gleiten. Spür einen Moment nach. Wie fühlt sich deine Wirbelsäule an? Dein Schulter-Nackenbereich. Krokodilis. Sehr schöne Übung für Verspannungen zu lösen, die Wirbelsäule beweglich zu halten, auch den Schulter-Nackenbereich zu lockern. Und halte die beide Füße vor deinem Gesäß auf. Und wir machen die Rückenschankel. Hier schau, ob das für dich passt. Für deine Wirbelsäule, ansonsten noch ein Päckchen und schaukel nur nach rechts, nach links. Hol deine Knie nochmal ran. Die Hände lege ich gerne seitlich neben den Körper. Und dann beginne ich gleich zu schaukeln, Beine anzuheben. Und beginne jetzt ganz locker. Wo es für dich passt. Wie weit komme ich nach oben? Wie weit nach hinten? Und dann lass das Schaukel ein wenig größer werden. Hier probiere ich mal nicht Ausatmung nach hinten, wieder ein nach vorne, dann nicht wieder Einatmung nach hinten und wieder aus nach vorne. Du merkst, dass du dir irgendwas nicht gut, dann nimm hier die seitliche Variante. Schaukel ich langsam aus und schaukel ich nach oben zum Sitzen. Komm in einen kreuzbeinigen Sitz auf deine Matte. Und wenn du so nicht sitzen kannst, nimm dir gerne einen Hocker oder einen Stuhl, auch gerne vielleicht ein kleines Kissen oder ein großes unter deinem Gesäß abgelegt. Richte dich nochmal auf in der Wirbelsäule. Lass dein Gesäß, deine Sitzbeinhöcker nochmal schwer zum Boden sinken. Roll deine Schulter nochmal nach oben. Roll sie weit nach unten ab. Noch einmal nach vorne oben zu den Ohren aus. Nach hinten unten. Noch einmal ein, nach vorne um. Aus, nach hinten unten. Dann leg die Hände ganz locker auf deinen Oberschenkel oder Knie ab. Wir fahren fort mit einer Übung zum Lockern von den Hüftgelenken. Und auch zur Mobilisierung der Wirbelsäule, für den Brustbereich. Suffi-Kreise oder auch Trichterübung genannt. Wir beginnen am unteren Ende deiner Wirbelsäule, Steißbein oder Muladhara-Chakra. Und hier beginnen ganz kleine Kreise mit dem Oberkörper. Steißbein aufzumachen. Die Augen werden geschlossen halten. Der Atem fließt so, wie er kommen und gehen möchte.
Wirbelsäule. Die Kreise werden langsam ein wenig größer. Wander weiter vom unteren Ende deiner Wirbelsäule zum Becken. Und stell dir vor, du machst mit dem Becken große Kreise, die werden größer und größer. Deine Aufmerksamkeit im Beckenraum. Und dein Atem fließt. Und wander weiter zu deinem Bauchraum, Nabelbereich, oder Plexus, oder auch Manipura, Chakra, Feuerelement. Und stell dir vor, wie du von dort Kreise machst, ganz groß werden lässt. Wander weiter nach oben zu deinem Herzraum. Brustkorbbereich oder Anahata, Herzchakra. Und hier nehmen gerne die Hände mit dazu, dass sie im Kreis fließen. Egal wie es aussieht, was die Bewegung einfach ganz frei von deinem Körper initiiert werden. Okay, wir schwingen in großen Kreisen, Brustwirbelbereich. Und wander weiter nach oben zum Schulterbereich. Mit der Aufmerksamkeit dort, dass die Kreise groß werden, größer. Und dann wandern zum Kopfbereich. Schöner Kopf mitkreisen. Arme auch mal mit nach oben nehmen, über den Kopf. Schön, was für dich passt. Und dann langsam Kreise ausschwingen lassen, in der Weite noch bleiben. Und bist du dann irgendwo langsam wieder hält. Die Arme wieder absinkst, deine Rücken nachspüren, in den Körper, in die Wirbelsäule. Vielleicht fühlst du dich ein wenig zentrierter, geerdeter. Wenn du möchtest, kannst du gerne einmal die Beine ausstrecken, die Fußgelenke greifen, weite Kreise machen. Auch hier die Bewegung in den ganzen Beinen machen, bis nach oben zu den Hüftgelenken. Bewegung einmal. Ändern die Richtung. Und dann komm wieder in deine Sitzposition. Kreuzbeine. Oder auf dem Hocker. Och, wenn du Probleme hast mit Knien, gerne in der Grätsche bleiben. Beginnen wieder nach oben, jetzt in die andere Richtung zu greifen.
Armen mit dem Kopf. Hier entrichte am oberen Ende die Kreise groß werden zu lassen. Dann geh weiter wieder nach unten zum Schulterbereich. Der Atem fließt ganz frei. Wander weiter zum Herzraum. Bleib mit der Aufmerksamkeit im Herzraum. Wander weiter zum Bauchraum. Plexus, Nabelbereich, und dann weiter nach unten im Beckenbereich. Im Beckenbereich werde langsam immer kleiner. Atem fließt immer noch ganz frei. Und dann geh wieder zum untersten Punkt deiner Wirbelsäule, Steißbein, zum Muladhara Chakra. Und dann noch ganz kleine Kreise. Und wenn der Murmel im Trichter nach unten rollt, macht der Mund einen Punkt vor. Und deine Achse herum kreisen. Und dann kommen wieder in die Mitte zurück. Und hier spüre einen Moment nach. Fühlt sich dein Körper an. Vielleicht leichter, lockerer, der ganze Schulter-Nackenbereich. Ganze Rückenbereich. Dann kannst du auch irgendwo ein Kribbeln spüren oder ein Fließen. Und vielleicht fühlst du dich hier zentrierter, mehr in deiner Mitte angekommen. Beobachte hier einmal deinen Atem, einen ganz natürlichen Atemfluss, wie er kommt und wie er geht. Langsam deine Augen, wenn du sie geschlossen hast. Und dann komm in deiner Art und Weise nach oben zum Stehen.
Komm auf deine Matte oder lass es auch auf eine Decke. Die Füße gerne schulterbreit geöffnet, ein wenig weiter. Für eine seitliche Öffnung der Flanken, der Rippenbögen. Dann bringst du deinen Arm an den rechten weit nach oben. Wenn du jetzt einatmest, schieb deine rechte Hüfte zur Seite, dreh die Handflächen nach oben auf und lass den Kopf nach unten hängen. Hier atme tief ein. Und wenn der Impuls kommt zum Ausatmen, atme aus, führe die Hand wieder zurück, die Hüfte zur Mitte. Einatmend, rechter Arm geht nach oben, die Hüfte geht nach rechts. Kopf hängen lassen, die Handfläche nach oben drehen. Aus, wieder zurück, führen. Ein, mit dem rechten Arm über den Kopf, rechte Hüfte geht zur Seite raus. Fängt lassen, die Handfläche nach oben drehen, den Daumen zeigt nach vorne. Und aus, wieder zurück. Machen wir noch dreimal im Fluss. Dehnung. Bis über die Leiste, bis in den Oberschenkel hinein wahrnehmen. Öffnung von einem Atemraum. Brust, Wirbel, die Rippenböden werden auseinandergezogen. Das nächste Mal drin bist, dann bleib hier mal. Mach so kleine Wippbewegungen nach links. Lass den Atem dabei fließen. Und langsam löse wieder auf. Senk den rechten Arm. Spür nach, wie fühlt sich die rechte Seite an, wie schon gedehnt wurde. Wie die linke. Und das gleiche auf der linken Seite. Ein, den Arm nach oben, Handfläche nach oben, die linke Hüfte schiebt nach links raus, Gewicht mehr auf das linke Bein lag. Kopf sinkt nach vorne, aus, wieder zurück. Ein, im C-Bogen dich aufspannen, nach der Fläche nach oben drehen. Die linke Hüfte nach links schieben lassen. Bein zur Seite beugen. Eine stehende Banane. Kannst du wahrnehmen, wie du mit jeder Einatmung, mit jeder Seitbeuge ein Stückchen tiefer kommst. Muskeln, das ganze Bindegewebe mehr loslässt. Und dann bleib in deinem Sehbogen oder in deiner Banane, in deiner stehenden und beginne kleine Bewegungen zu machen. Atme einfach fließen lassen. Unsere Faszien mögen wir auch gerne so kleine Bewegungen. Spannung zu lösen. Hier wirklich die Dehnung war die Öffnung. Von deinen Fingerspitzen bis nach unten zu deinen Zehenspitzen. Dann löse langsam wieder auf und zur Mitte zurück, Arme senken und auch hier spüre einen Moment nach.
Geh mal in eine fließende Vorbeuge, auch dynamisch. Und hier spiel auch mal wieder mit dem Atmen. Schau, ob du mit der Einatmung vielleicht ein paar Mal nach unten gehen möchtest, was erstmal im Yoga ungewohnt ist, weil man ja oft mit der Ausatmung immer in die Vorbeuge geht. Und hier spiel mal damit und atme einatmend ganz bewusst in deinen Rücken hinein, unteren Rücken hinein. Zwerchfell setzt eine Brustwirbelsäule an und zieht einfach hinten weiter nach unten wie vorne eigentlich. Probier mal, wie du mit der Einatmung in der Vorbeuge den unteren Rücken weit werden lässt. Auch hier komm in den lockeren Stand, die Knie ganz weich, hüftbreit und ganz locker. Mit der Einatmung roll deinen Kopf ein, so, lass die Schulter nach unten sinken. Wirbel für Wirbel, geh noch ein bisschen die Hände nach unten, wackeln lassen, die Knie so weit beugen, wie der unteren Rücken braucht. Atme mit der Einatmung tief in den unteren Rücken hinein, mit der Ausatmung richtig aus, so in die Matte drücken halt und ausatmen, langsam nach oben kommen. Oben angekommen wieder. Einatmen, fließen lassen, einrollen, Wirbel für Wirbel. Und aus, langsam, mit dem Ausatmen wieder aufrechnen. Kopf eingerollt, bis oben bist. Ein, wieder Wirbel für Wirbel nach unten. Ganz bewusst in die Rückseite des Körpers hinatmen. Ganz weit werden lassen. Mit Ausatmen, in der Leere ausrichten. Noch einmal einatmen. Wirbel für Wirbel abholen. Und ausatmen, Wirbel für Wirbel nach oben kommen. Oben angekommen, mal kurz nachspüren. Und dann wechseln wir die Atemrichtung an. Für den Unterschied, wenn du jetzt nochmal tief einatmest und dann mit der Ausatmung dich Wirbel für Wirbel nach unten rollst. Und dann mit der Einatmung nach oben kommst. Aus, Wirbel für Wirbel nach unten. Kannst du einen Unterschied wahrnehmen? Was fällt dir leichter? Ausatmen nach unten, einatmen nach oben. Was ist die andere Variante leichter gefallen? Ich kann noch mal ausprobieren. Ich weiß, wie war mit dem Einatmen nach unten zu tauchen in die Vorbeuge. Wenn du das nächste Mal wieder oben angekommen bist, dann spür nach. Dann komm langsam in den Vierfüßlerstand auf deiner Matte.
Finger weit auseinandergespreizt, Mittelfinger zeigen nach vorne. Handgelenke unter den Schultergelenken, Knie unter den Hüftgelenken. Und dann beginnen mit Katze-Kuh bewegen. Und auch hier spiel einmal. Wir gehen erst ganz klassisch, wie man oft macht, ausatmend in die Katzenbuckel. Roll dich vom Steißbein her ein, roll deinen Kopf ein, werde rum. Mit der Einatmung aus dem Bauch sinken, die Schultern sanft nach hinten, Oberarm nach außen gerollt, Kopf leicht anheben. Ausatmen vom Steißbein, roll dich an, Katzenbuckel. Immer hier ganz locker wirklich, nutzt das dreiviertel Ausmaß vielleicht nur an Bewegung. Gar nicht jetzt auf das genaue an, sondern mehr auf das Atmen wahrnehmen und den Atemraum spüren. Wie fließt mein Atem? Einatmen in die Kuh öffnen, ausatmen rund werden. Und dann halt inne und wechsel den Atem kurz. Wenn du jetzt einatmest, mache ich einmal rund. Atme in den Rücken hinein, bis nach unten. Ein Stück Kreuzbein bereit wird ganz weit. Und ausatmen, komm in die Kuh. Löse die Spannung. Einatmen, runden Rücken, in den Rücken hinatmen. Und ganz weit werden lassen. Und ausatmen. Die Kuh. Ich kann auch hier einen Unterschied wahrnehmen. Langsam wieder innehalten. Geh einmal mit dem Gesicht nach hinten. Mach gerne Fäuste turnen. Deine Stirn darf ab. Komm in die Stellung des Kindes. Auch gerne ganz klassisch. Gerne abgelehnt, Hände nach hinten gelegt. Und die Variante, die für dich passt. Auch hier lass den Atem wieder fließen. Beobachte ihn. Hier schieb den Atem ganz tief in den Bauchraum und dann vom Bauchraum atme weiter in den unteren Rücken hinein, dass der unteren Rücken ganz weit werden. Ausatmen, die Spannung lösen, ein Bauchraum führen, weiter in den unteren Rücken hinatmen. Kannst du wahrnehmen, dass du noch tiefer einatmen kannst, wenn du den Atem in den unteren Rücken lenkst. Das Zwerchfell weiter nach unten senkt und noch mehr Platz bekommst. Wir atmen hier nicht in den Bauch oder in den unteren Rücken hinein, aber allein durch die Vorstellung. Ich will weiter sich mit der Einatmung nach unten hinaus kontrollieren. So haben die Lungen mehr Platz. Das Bärchen schiebt die Bauchdecke nach vorne. Dann steht ein Gefühl, als ob die Bauchdecke nach vorne geht. Wie den Bauch atmen. Und wir füllen sich damit in unsere Lungen. Schenken uns eine Menge von neuen Sauerstoff. Und die Ausatmen lang und tief. Umso mehr wir ausatmen, umso mehr können wir ruhig einatmen. Ganz langsam roll ich wieder nach oben auf in den Vierfüßler. Wir gehen einmal in den herabschauenden Hund.
Vier Finger wieder weit auseinander spreizen. Mittelfinger zeigt nach vorne. Stell einmal deine Zehen auf. Drück dein Gesäß nach oben. In den herabschauenden Hund. Sage bewusst nicht mit der Einatmung oder Ausatmung an. Im Yoga ist es auch hier oft üblich, mit der Ausatmung in den herabschauenden Hund zu gehen. Daumen, Zeigefinger, Kleinfingerball drückt fest in die Matte. Oberarme rotieren nach außen auf, Nacken lang. Knie erstmal angewinkelt. Sitzbeine gerollt nach oben Richtung Decke streben. Und Brustbeine Richtung angewinkelter Knie. Und auch hier gehen wir in die dynamische Variante. Wir gehen zuerst einmal mit der Ausatmung wieder in den vier Füßen. Fußrücken auflegen, Kopf leicht anheben. Mit der Einatmung stellen wir die Zehen auf, drücken uns nach oben in den herabschauenden Hund. Atmen in den Rücken hinein. Ausatmen wieder nach unten. Fußrücken auflegen, Kopf anheben, gucken. Einatmen, Zehen aufstellen, herabschauenden Hund. Ausatmen, vier Füße. Kopf, Brust beheben, Fußrücken ablegen. Einatmend, herabschauende Hund. Hier bleibe ich. Positioniere mich nochmal. Daumen, Zeigefinger, Kleinfingerball drückt in die Matte. Ellbogen locker. Oberarm nach außen rotiert. Brustbein zieht zu den angewinkelten Knien. Dann Sitzbein gerollt weit nach oben streben. Blick nach unten gerichtet. Hier schickt den Atem wieder ganz tief in den ganzen Rücken hinein. Gerne über den geöffneten Mund aufatmen. Und jetzt wechseln wir die Atemfolge. Wir gehen einatmen nach unten, vier Füße, Kopf muss mal heben. Ausatmen, Zehen aufstellen, in den herabschauenden Hund. Einatmen, wieder vier Füße. Aus, herabschauenden Hund. In deinem Atemfluss. Das nächste Mal herabschauen und war. Kommt zurück in Stellung des Kindes. Wenn du ein Kissen hast, dann schiebe es gern zwischen die Beine. Oder eine gerollte Decke oder was auch immer du zu Hause hast. Und mach deine Hände ganz sachte ab und gib dann deine Wange ganz sachte. Knie kannst du auch gerne mal in der Froschposition weiter auseinanderbringen. Also eine schöne Dehnung in deinen Oberschenkelinnenseiten machen. Und hier richte dich mal so gemütlich wie möglich ein. Für ein paar Minuten hier zu verweilen. Hier lass den Atem wieder ein bisschen alleine kommen und gehen. Fühle dich hier aufgehoben, geborgen. Und ganz bei dir annehmen. Schulter, Nackenbereich entspannen. Klappt gelöst. Augen sind weich. Entspannt. Und der Kiefer ist entspannt. Gut nach dir.
du gerne mal den Kopf drehen zur anderen Seite? Mehr und mehr Ruhe. Ganz langsam kommen wieder aus meiner Position heraus. Ich nach oben schieben, ich muss zur Seite und gleite in die Bauchlage auf der Seite. Hier erstmal lang spüren. Fühlen sich meine Beine an, Oberschenkel, Innenseite. Fühlt sich der untere Rücken an. Gehen weiter in die Sphinx. Dann noch weiter möchte der Nase hingehen. Kommen nochmal nach oben. Stell deine Unterarme auf, Ellenbogen ungefähr unter deinen Schultergelenken, Handflächen auf der Matte abgelegt. Zieh dein Steißbein nochmal nach unten Richtung Ferse und dann schau mal leicht in die Matte drückt, der untere Rücken lang ist, du nicht im Hohlkreuz bist. Brustbein schiebt leicht nach vorne, Kopf in der Verlängerung deiner Wirbelsäule. Gesicht entspannt. Wir beginnen mit einer Kopfdrehung. Das heißt, einatmen, schau so weit wie es geht, nach rechts über deine Schulter, während mit geschlossenen Augen. Oft hilft ein bisschen die Vorstellung, ich ziehe dann meinem Ohr eine zur Seite raus. Und mit der Ausatmung kommt zurück zur Mitte. Ein. Kopf zur Seite drehen. Und auf zur Mitte. Auch hier bist du dazu eingeladen, mal den Atem bewusst zu ändern. Bist du lieber mit der Ausatmung in die Kopfdrehung gehen und mit der Einatmung zurück. Probier einfach mal aus, was sich für dich angenehmer anfühlt. Wenn du das nächste Mal in der Mitte angekommen bist, über links geschaut hast, dann halt hier inne. Lass den Kopf locker nach vorne gehen. Die Schulter ganz leicht nach unten Richtung Ferse. Die schöne Dehnung in den Nackenmuskeln haben. Vielleicht kannst du die Dehnung weiter bis nach unten spüren, im Brustbereich. Vielleicht auch noch weiter nach unten bis zum Kreuzbereich. Eine lange Rückenstrecke. Die stärkste Dehnung wirst du wahrscheinlich oben im Trapezius wahrnehmen, Nackenmuskulatur, Halswirbelbereich. Den Atem mal ganz bewusst dorthin. Und wenn die Aufmerksamkeit hingeht, gib deine Energie hin. Sachte wieder an. Vielleicht willst du noch mal nach rechts schauen.
nach links. Wenn es dann unter Rücken gut tut, er es erlaubt, dann komm noch weiter nach oben in den Segel und drück deine Handflächen fest in die Matte. Lass dein Becken am Boden. Hier vielleicht ein bisschen probieren, muss ich die Arme weiter nach vorne schieben, die Hände weiter nach vorne aufsetzen oder vielleicht möchtest du auch höher gehen. Auch hier halte ich den unteren Rücken lang, zieh dein Steißbein und nach unten Richtung Fersen. Nimm die Öffnung wahr in der Körpervorderseite. Dehnung, vielleicht einen geraden Brustmuskel. Vielleicht auch ein Stückchen weiter, dann Hüftbeuger noch mit. Gedehnt wird, je nachdem, wie weit du nach oben kommst. Sanfte Kompression im unteren Rücken, aber auch hier schau, ob es für dich passt. Langsam komm wieder nach unten. Die Hände neben deine Schultern und drück dich nach oben. Viel bisschen mehr, wie sie es geht nach hinten in Anahata Asana, das lange Punkt. In der Wander nach vorne und drück dich vom Brustbein her tief nach unten sinken. Stirn gern abgelenkt. Ganz sanfte Rückbeuge. Lass dich nach hinten weiter gleiten. Und in die Stellung des Kindes. Knie gehen weiter. Auch gerne Fäuste schon machen. Und mit der Stirn, mit deinen Händen. Oder vielleicht noch das Kissen reinschieben. Ein paar Atemzüge lassen wir mal los. Schieb den Atem tief in den Bauchraum und dann weiter in den Mund und Rücken. Und dann roll dich lang von mir hier mit der Hände auf. Wechseln zum Setzen. Für eine Yin-Vorwärtsbeuge. Vielleicht ein Kissen, Deckel, was auch immer du so hast. Dann bist du jetzt zwischen deinen Beinen. Und dann ganz ohne Muskelanspannung, ganz locker. Lass dich einfach mit dem Oberkörper nach vorne sinken. Mehr der Mund im Rücken. Und bleib da, wo es für dich stimmig ist, wo es für dich passt. Und genau dort ist es richtig. Hände gerne unter die Stirn legen. Ich möchte einfach mal ein bisschen probieren, wie will ich mich positionieren. Vielleicht merke ich auch, dass ich ein kleines Kissen oder eine falsche Decke unter meinem Gesicht benötige. Vielleicht ein bisschen sitzen kann. Dann Becken angenehm aufgerichtet ist. Und dann mit dem Rücken abtauchen. Ich entspanne meine Stirn, meine Augen, den ganzen Kiefer. Arme, Schultern, Gelenk. Lass mich da ankommen.
Ganz mit der Aufmerksamkeit hier zu bleiben. Mich aus meinen Atem zu konzentrieren und zu beobachten, wie er kommt und wie er geht. Atemzug für Atemzug, ohne ein- und auszulassen. Schon werde ich merken, es ist gar nicht so einfach, nur den Atem zu beobachten. Gedanken, die springen gerne wieder wie ein Action von Baum zu Baum, von einem Gedanken zum nächsten. Hier ist der Atem ein schöner Anker für mich, der mich immer wieder zurückholt, hier und jetzt. Und den Atem ich wahrnehmen, die Vergangenheit, ich wahrnehmen in der Zukunft. Einfaches Werkzeug, das ich immer bei mir habe, mich auf meinen Atem zu konzentrieren. Loszulassen, anzukommen und innen zu schauen. Und ich muss die Wahrnehmung wieder. Körper, deine Muskulatur, dein soziales Netzwerk, mehr loslassen. Du vielleicht ändern kannst, dann im Kissen. Vielleicht auch gar kein Kopf raus. Vielleicht einfach auf, richtig sitzen. Aber auch hier, das kommt nicht darauf an, wie weit du in der Vorwärtsfolge bist. Was macht man mit der Aufmerksamkeit? Das ist ein Geist. Und hier und jetzt. Liebe dich in deinem Vorwärtsfolge gar nicht mit den Menschen. Das ist jetzt die Spannung in deinem Rücken. Ich darf deine Grenzen. Ich muss die Knie nicht mehr anbauen. Vielleicht auch ein Weg auf seine Vorbeuge nach Hause greifen. Um schon nach oben zu kommen. Die Dinge manchmal auf den Weg vertreiben. Mal probieren, will ich meine Zehen in der Vorbeuge nach außen sinken lassen oder will ich sie nach innen sinken lassen. Hier ist oft ein Unterschied. Wahrnehmung. Ja, eine Innenreflexion in der Hüfte machen oder eine Außenreflexion. Du musst den Arm vertiefen, gerne über den Mund und den leicht geöffneten Mund ausatmen. Und dann
ganz langsam. Wirklich langsam mit den Händen nach oben. Hol die Stückchen für Stückchen nach oben. Zwischenstück nach oben. Unangenehm an. Und hier spüre in der Rückenlage einen Moment nach. Vielleicht möchte ich auch eine Ausgleichsbewegung machen. Wie fühlt sich mein Unterrücken an? Die Beine, vielleicht mit so einem Kribbeln wahrnehmen, vielleicht auch ein Strömen. Und ziehe dann rechtes Knie wieder einatmen ran. Ruf nochmal nach, so deinem Körper schicken und ruhig jetzt wieder hier. Halte hier ein paar Atemzüge, schieb die linke Ferse nochmal. Hier prüfen. Jetzt mit der Einatmung dein Knie ein Stückchen weiter ranholen und mit der Ausatmung. Halt deine Schultern und Gesicht so entspannt wie möglich. Und dann wieder so. Und dein Bein nach vorne schneiden. Hol einatmen, dein linkes Bein an. Halt deine Knie und zieh es zum Oberkörper. Geh die rechte Ferse nochmal aktiv nach unten rausstehen. Hier mit dem Atem nochmal spielerisch probieren. Durch einatmen. Knie weiter ran oder ausatmen. Wie fühlt sich die linke Hüfte an im Vergleich zur rechten? Kann ich hier einen Unterschied wahrnehmen? Aber auch hier nicht bewerten. Es gibt keine gute, keine schlechte Seite. Es gibt nur zwei unterschiedliche Seiten vielleicht. Und hier wieder lösen. Beine vorne ausbreiten lassen. Moment nachspüren. Und dann als letzte Asana, bevor wir in die Abwechslungsspannung gehen, noch das Sehgraf oder auch bekannt als Unterschied der Schulterstand. Wenn du ein Kissen hast, einen Block oder ein Buch, was auch immer, hol dir es jetzt links neben deinem Gesäß. Die Füße nochmal vor deinem Gesäß und drück dich erst einmal nach oben in die Schulterblöcke. Oben angekommen, wo deine Kissen oder Bücher funktionierst so unter deinem Gesäß, dass es angenehm für dich ist. Und zieh ein Knie nach dem anderen zum Oberkörper ran. Und dann streck deine Beine ganz locker nach oben aus. Arme wieder im Körper. Vielleicht möchtest du sie auch nach oben aufdrehen. Einfach mal schauen, vielleicht auch zur Seite, vielleicht auch nach oben ablegen. Probier auch hier einfach wieder mal zu ein, aus, eingeladen dazu ein bisschen. Und spielen. Die Füße ganz locker, Zehen ganz locker. Schulterstand regeneriert den ganzen Körper. Harmonisiert das Körpersystem. Jeder kennt das Sprichwort.
Nach getaner Arbeit einmal die Beine nach oben legen. Eine sanfte Umkehrstellung im Yoga unterstützt den venösen Rückfluss von Lymphe zum Blut zum Herzen. Mich den ganzen Tag, meist durch die Gegend, je nachdem, ob ich sitze oder viel laufe. Noch viele wollen nur entspannen. Aber dass das Gesäß, der Becken, Raum höher ist, die Organe, auch dein Beckenboden mal ausruhen, eine Funktion des Beckenbodens, dass er die Organe dreht. Den ganzen Tag damit im Stand arbeiten muss. In der Schulterbrücke oder in den sanften Umkehrstellungen darf er auch mal loslassen und entspannen. Und der Atem fließt hier wieder ganz von alleine ein und aus. Die Stirn, die Augen, der ganze Kiefer gelöst. Entspannen. Jede Zeit, wenn du merkst, irgendwas an der Position tut dir nicht gut, dann beende sie. Achte deine Grenzen. Zu Hause praktizierst, kannst du auch gerne die Beine an einer Wand nach oben hochlegen. Auch sehr entspannend und angenehm. Stell deine Füße vor dein Gesäß auf. Drück dich noch einmal in die Schulterblöcke. Dein Großzehbein fest in die Matte. Schieb deine Knie nach vorne, die Oberschenkel, die Rückseite zusammen. Dein Becken nochmal nach hoch, dein Kinn in Richtung Brustbein genannt. Zieh dein Kissen hinter dein Gesäß raus. Und vielleicht kannst du deine Hände hinter dein Gesäß verschränken, die Oberarme nochmal nah unter den Körper bringen. Becken nochmal nach oben schieben. Nochmal den ganzen Brustbereich, die ganze Körpervorderseite öffnen. Den Nacken nochmal dehnen. Und dann das langsam rollen, sich Wirbel für Wirbel nach unten. Und nochmal ein Knie nach dem anderen ran. Und dann mach große Kreise. Mit dem Kind. Und hier keine Ansage, mal nur ein, mal nur ausatmen, probieren. Mach die Knie weit nach außen, wieder zum Oberkörper kommen, in der Mitte zusammen, weit nach vorne. Das ist mal eine schöne Lockerung, auch für deine Iliofaszialgelenke. Gelenk zwischen Kreuzbein und deinem Langbein. Schaffen, oft blockiert ist. Probleme bereitet. Und dann noch die Kreide nochmal in die andere Richtung gehen. Und dann halt wieder schaukel dich nochmal nach rechts, nach links, vielleicht möchtest du noch eben eine Bewegung machen, bevor du dann in Shavasana, die Abschluss entspannen gehst. Füße vor deinem Gesäß aufgestellt, auf deinem Kissen unter deinem Knie oder nach vorne ausgestreckt. Zehen locker nach außen senken. Die Arme seitlich zum Körper
probier auf. Das fühlt sich was. Halte dich so ein, dass du für ein paar Minuten ganz bewegungslos verweilen kannst. Shavasana, Totenstimmung. Abschlussentspannung würde ich empfehlen nach einer Yoga-Einheit. Die Asanas erzeugen nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der energetischen Ebene eine Wirkung. Und wir wollen die Energien, die in den Asanas aufgebaut werden, am Ende gleichmäßig im Körper verteilen. Und außerdem, dass die Tiefenentspannung nochmal unseren Muskeltonus sinken, aktiviert unseren Parasympathikus, unseren Anspannungsmann im Körper, unsere Herzfrequenz und den Puls entschleunigt, unser Immunsystem anregt, unsere Verdauung aktiviert. Mit Yoga eine sehr präventive Arbeit ist, um etwas für unsere Gesundheit zu tun. Wir atmen. Auch hier beobachte ihn wieder, wie er kommt, wie er geht. Ganz von alleine. Du wirst gar. Nochmal deine Punkte wahr, mit denen du den Boden berührst. Und über die Kontaktpunkte zum Boden, was mit jeder Ausatmung nochmal ganz bewusst los. Wie er sich jetzt anfühlt, nach den sanften Bewegungen, den längeren Dehnungen. Vielleicht kannst du ein Strömen im Körper wahrnehmen. Vielleicht hast du ein Gefühl der Weite wahr. Vielleicht nimmst du auch einfach gar nichts wahr. Auch das ist gut so, wie es ist. Vielleicht kannst du eine Pause wahrnehmen, nachdem du einatmest, in der Fülle vielleicht einen Moment Stille entsteht, bevor dein Atem wieder ausströmt, die Lunge leert. Vielleicht entsteht auch hier eine kleine Atempause. Stille. Vor der nächste Atemzug wieder in dich einströmt. Genieß das Nichtstun. Einfach nur
sein. Nicht leiden zu müssen. Nicht tun zu müssen. Körper auch mal zu danken, dass er die Übungen bis zu Ende mitpraktiziert hat. Deinen Organen zu danken, die täglich viel Arbeit leisten, als ohne dein Zutun. Thank you.
langsam wieder deinen Atem. Komm ins Hier und Jetzt zurück. Bring Bewegung, Aktivität in deinen Körper. Natürlich darfst du zu Hause auch noch ein wenig nachholen, wenn du möchtest. Beweg die kleinen Gelenke zuerst, Zehen, deine Finger, geh weiter in deine Fußgelenke, Handgelenke, Kreise, was auch immer dir gut tut. Lass die Bewegung größer werden. Vielleicht möchtest du noch eine Bewegung machen, vielleicht nochmal eine Krokodilsbewegung, vielleicht nochmal ein kleines Päckchen. Vielleicht möchtest du dich auch auf eine Seite rollen, nochmal ein paar Atemzüge liegen bleiben. Bevor du dann nach oben nochmal gerne zum Sitzen kommst, dich nochmal in der Wirbelsäule aufrichtest, dich nochmal auf ein Kissen setzt oder auf einen Hocker, vielleicht auch mal in eine lange Sitz. In die Variante, die für dich passt, dich nochmal in deiner ganzen Wirbelsäule aufrichtest, die Sitzbeinhöcker nochmal schwer werden lässt, Augen sanft geschlossen, Schultern entspannt. Und zum Abschluss dreimal Om und Mantra, atme hierfür nochmal ein. Dabei bleiben bis zum Ende vielleicht. Und ich würde mich freuen, euch vielleicht hier einmal im Yoga-Raum einzigartig begrüßen zu dürfen oder auch wieder zu sehen, wenn wir dann mal wieder loslegen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.